Hallo und willkommen zurück bei Divinity Original Sin Enhanced Edition mit Jahan, dem Judoka. Und in eurer Abwesenheit, haben wir noch ein paar coole Zauber und Fähigkeiten gelernt. Ich kann jetzt brennende Augen haben und den Feueravatar ernennen. Okay, Jahan kann all diese Dinge. Und ich habe für... Giftschutz. Okay. Mega gefährlich. Und für Madora habe ich noch mal ein paar Sachen ausgetauscht. Und zwar haben wir jetzt... Halt, Moment mal. Habe ich ein paar Sachen ausgetauscht? Was sind die denn? Achso, die Defensivhaltung statt der Nahkampfhaltung. Damit sie mehr tanky ist. Und sie kann jetzt Wunden heilen. Wo ich keine Ahnung hatte, dass sie das überhaupt konnte. Was passiert denn hier? Nichts wie weg hier. Bevor dieser Verrückte noch irgendwelche Sachen macht. Nein! Ups. Da gebe ich mir einfach mal selber ein bisschen Feuerschutz und dann mache ich das hier. Ey! Ja, du hast gerade billiges, also Bär getötet. Habe ich nicht. Doch, hast du. Nein. Die brennt noch. Alter Vater. Wow, guck mal, Madora kann heilen. Wie der Wind. Du bist doch komplett wahnsinnig. Gott sei Dank regnet es endlich wieder. Oh, warte, ich kann noch was. Wie lange hat das eigentlich Cooldown? Scheint extrem lange. Ey, Kameradenschwein. Oh. Minus 5 Sympathie. Du musst deine Rüstung reparieren. Mein Helm. Ich habe schon Sympathie minus 15. Ey. Warte, hier, ich gebe dir den mal und dann reparierst du den Helm mal. Wo ist der denn? Ach, da. Achso, haben wir das auch in der Folge gemacht oder nach der Folge? Das, wie heißt denn? Madora kann jetzt auch Schlösser knacken. Von wem war der Helm? Von mir. Okay. Da hast du. Wo ist er? Da ist er. So, und wir gehen jetzt hier aus dem Osttor, um hier mal zu erforschen, was hier los ist. Und eventuell kommen wir ja da oben bei der verlassenen Kirche an. Um mal wieder Hashtag MainQuest zu machen. Verwendet dieses Hashtag auf Twitter, wenn ihr diese Folge schaut. Zeigt ein bisschen Liebe für die Five Kings. Ja, wird keiner machen, ich weiß. Doch, ich. Ich stelle mir direkt gleich einen Twitter-Account. Bist du nicht dieser AfD-Bot, der immer umgeht? Klar. Du hast doch schon 20 Twitter-Accounts. 20? Wo wir gerade schon so Social Media mäßig unterwegs sind. Geht morgen wählen! Ja, genau. Wow. Wann lädst du die Folge hoch? In einer Woche? In 2 Monaten? Ich weiß nicht. Also ich habe bisher noch, ich glaube, 8-9 Stunden, die ich hochladen muss. Jupp. Oh. Was ist das hier? Das ist... Jetzt weg. Wow! Das war irgendwie cool. Oh, guck mal, da kommt wieder, da kommt wieder Schleim von der Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Können wir hier gefahrenlos durch oder? Vielleicht. Eine Karotte. Ich weiß nicht, warum ich die nicht essen sollte. Oh, hier ist eine Falle. Ah. Was hat? Oh. Genau. Da. Ich habe gerade gemerkt, dass mit... Oh, da ist noch ein... Jahans Zauberstab macht halt Feuerschaden. Das ist praktisch. Wo sind wir? Was ist hier los? Oh, da ist noch eine.
und ein Giftpfeil. Den nehme ich mal fein mit. Mach das. Und ich mach... So. Hier ist eine Gartenhintertür. Ja, und die aber garantiert nichts aushält. Achso, oh. Hier ist der Schlüssel dafür. Oh. Aber sie brennt schon. Oh. Immer diese konventionellen Abenteurer. ich wollte gerade sagen, du hast uns darauf aufmerksam gemacht, dass da eine Falle ist. Madora, hilf mir! Ich glaube, niemand, der in diesem Haus ist, hat davon Notiz genommen, dass wir kommen. Genau. Stimmt, keiner gehört. Oh, hier ist ein Portal. Ach stimmt, dafür haben wir auch gerade die XP gekriegt. Was ist denn da unten los? Toter Mann. Da unten am Strand. Oh. Cool. 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 Wollt ihr mal eine Leiche sehen? Nein. Der Cooldown von Madora ist lächerlich lang. Oh. Ich dachte, die wäre jetzt immer. Ich glaube, das kann die wortwörtlich nur einmal pro Kampf. Einmal pro Leben. So, guck. Jetzt ist der Cooldown erst vorbei. Ich heile dich. Nee. Heil dich. Ja. Dich selber. Aber ich bin noch voll gehalten. Madora ist noch nicht voll gehalten. Ja. Naja, fast. So, hier sind doch garantiert wieder 120.000 Minen. Weswegen ich hier ganz am Rand entlang gehe. Will ich nicht. Steht da? Nee, das ist wieder diese Drogenblume, glaube ich. Hallo, oh ja, Minen? Seid ihr hier? Die nehme ich mit. Hier ist ein extrem brennendes Haus. Cool. Verdorrte Gärten. Und ich kann keine 2 Meter weit gucken. Ja, hier ist was. Hm? Schlüssel für westliche Königsruhe. Mhm. Und ein Becher Wasser, der mitten im Feuer steht. Warum nicht? Sieht immer noch sehr warm aus, da. Dann telekiniert sie Tiere ihn doch, den Schlüssel. Wow. Sehr warm? Eingezeichnet. Das ist offensichtlich ein bisschen warm. 23.000 Schaden, oder habe ich das falsch gesehen? Ich nehm's mit, egal! Nein. Kannst du noch mal laden, sowieso. Dafür hätte ich jetzt keine Wiederbelebungsdings ausgegeben. Ist das einfach Lava? Vielleicht. Ich will erklären, warum man die nicht löschen kann. Vielleicht kann ich sie einfrieren. So, schön die Drogen mitnehmen. Ab in die Nebelbank. Kann man dich immun gegen Feuer machen? Du hast doch jetzt den Feuer. Ich kann nur meine Feuerresistenz stark erhöhen. Ach so. Aber das sind nur 25. Also ich glaube, sind das Prozent? 25%? Okay. Und ich glaube, 25% von 30.000 sind immer noch genug, um jeden zu verbrennen. Schade. Und du kommst nicht mit Telekinese da dran? Nee. Habe ich gerade versucht, ist er reingelaufen. Aber ich kann nochmal probieren. Moment. Jetzt speichere ich mal hier. Clever, wie ich bin. Ha. Nö. Nö. Definitiv nein. Dann müssen wir diese Königstruhe wohl irgendwie anders aufkriegen. Ja, aber ich mache mir eine Markierung auf die Karte.
machte. Lava. Lüssel. Westliche Königstruhe. Careful, I've spotted a trap. Und Energiewolkenpfeil. Ganz wichtig. Diese Häuser sind auch voller Lava. Oder führt ein Weg durch, oder? Die gehen sowieso ja, überhaupt nicht auf. Ja, von der anderen Seite. Ich nehme auf jeden Fall mal das Holz mit. Das ist wichtig. Wenn man in einer Lavagrube unterwegs ist, braucht man auf jeden Fall fossile Brennstoffe. Halt! Skelette. Ich sehe es. Aber sind es nur die drei? Hier ist die westliche Königstruhe. Wo? Was? Nördlich von uns. Madora, magst du mal versuchen, das zu knacken? Achso, die hat keinen Dietrich. Kannst du ihr welche geben? Achso, und hier ist noch, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, hier ist noch das Fähigkeitenbuch für Reizen, also für den Taunt. Aber ich habe mich dafür entschlossen... Ich glaube, das funktioniert nicht, weil das noch... Ich glaube, das Schloss ist zu krass. Bestimmt. Das ist jedenfalls ausgegraut. Du dumme Truhe! Ja, kaputt haben. Ja, gucken, okay, was passiert. Können wir auch. Wiederbelebung. Knochen. Dicke Lederstiefel. Meister? Was? Nee. Ach, die sind ja scheiße. Okay, dann machen wir jetzt die Skelette da platt, oder wie? Oh, das war der eine Schritt, der zu viel war. Da-da. Sind es nur die drei? Ich glaube, es sind nur die drei, ne? Weißt du, wen wir lange nicht gesehen haben? Ich habe da so eine Ahnung. Jetzt muss ich gleich erstmal mein Karma des Unten abschmeißen. Habe ich nämlich auch neu gelernt. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Was hast du gelernt? Karma des Überlebenden. Gib mir den Buff Karma. Ich habe keine Ahnung. Okay. Probieren wir mal. Oh, das kann ich sogar wem anders geben. Oh. Glaube ich. Ah. Hier, Madora, sei glücklich. Yay. Okay, Glücksbringer plus 2 Karma. Crit plus 5. Nice. Okay, was macht Glücksbringer? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mehr Glück oder so. Das, keine Ahnung. Irgendwelche Prozente gegen uns niedriger sind. Warte mal. Glücksbringer ist unter Persönlichkeit eine Fertigkeit. Und die bringt... Okay. Mehr Schätze und verbesserter Angriffswert. Okay. Okay. 6 habe ich da. Also mein Angriffswert vorher war 100 und jetzt ist er 106. Also 6% mehr Schaden. Das ist gar nicht so schlecht. 6% mehr Schaden und 5% mehr Crit. Kann man mitlegen. Wir kriegen besseren Loot von diesen Arschlöchern. Ja. Und jetzt bin ich noch voll präzise und kann jetzt aber nichts mehr machen, weil das alles meine Punkte gekostet hat. Halt. Ich habe gehört, wir müssen voll da reinstürmen. Ja, kann ich nicht. Ziel ist blockiert. Was? Durch was denn blockiert? Durch die Spinne bestimmt. Ich kann den ganz hinten links, kann ich erwischen. Ja, dann mach doch. Bam. Ich bin's, Madora. Und jetzt kann ich auch noch den hier erwischen. Ich finde das schön, wie das so ein kleines Kleeblatt unter dir rumschwebt. So, dann nehme man... Ziel ist außer Sicht, ey. Wow.
Oh nein, wir haben Sympathie minus 5 gegen die Spinne. Das will ich machen. So. Nimm das, Skelettwache. Spinnendes. Ja. Geht wohl nicht. Hey! Wir haben nur 5 Runden Zeit für den Kampf, sonst haben wir kein Glück mehr. Nein. Soll ich mal Nico beschwören? Mal gucken, was der so kann. Können wir bestimmt genau einmal machen. Oh, Spinne ist gestorben. Kannst du vielleicht nur einen gleichzeitig beschwören? Oh, das wusste ich nicht. Bam, bam. Aber den haben wir wenigstens Sympathie 15. Wir mögen Nico. Und Nico, wenn du dieses Video siehst, dann sei hiermit gegrüßt. Du bist unser Leibzombie. Man nehme den. Werfe den auf. Den. Oder daneben. Und getroffen. Aber er ist immerhin noch ziemlich niedergeschlagen. Ey, was ist denn hier los? Lass die mal in Ruhe. Wir machen jetzt erstmal die Verteidigungs-Defensivhaltung an. Und dann verkrüppeln wir das Arschloch hier. Weil es nicht anders verdient hat. Richtig. Nico, tu dein... Was? Fußgranate? Was? Der Fuß verurteilt Wuchtschaden und kann den Schadenseffekt Erkrankter verrufen? Das will ich sehen. Nice. Okay. Nico ist der Beste. Und ein bisschen ekelhaft. Und extrem ekelhaft. Mal, willst du wieder hier den einen auftauen vielleicht? Könnte ich eigentlich machen, ne? Ich wollte eigentlich ein bisschen Leben noch absaugen, aber... Ja, dann das ist viel... Ne, kann ich nur... Nee, ich kann nur 2 Schritte gehen, das klappt alles nicht. Ich finde, der eine Typ muss extrem verzückt von mir sein. Ich finde, die müssen halt sterben. Das hat auch einfach mal amtlich nicht funktioniert. Holy crap. Geblendet. Verkrüppelt, erkrankt. Immer noch nicht tot. Jetzt tot. Ein Angriff, das war's. Wow. Ja, ist klar. Oh. Nico, nein. Ich finde, der ist noch viel zu stark. Ja. Verkrüppelt, erkrankt, verflucht, schwach. Der arme Typ, ey. Nein! Oh Mann. Naja, egal. Hä? So, ach, ich bin gelaufen, statt anzugreifen. Müsste Nico nicht durch das Gift geheilt werden, weil er ein Zombie ist? Vielleicht. Darf ich Nico anzünden? Ja klar. Ach Mist, jetzt fehlt mir nur ein Punkt, um ihn anzuzünden. Nein, nicht bewegen! Ja, Mist. Oh Mann! Yeah, wow, nice. Schön. Jetzt jag ihn in die Luft. Alles verbrennen! Die, schön. Welcher Teil war das noch? Ich glaube... Ach, Nico ist immer noch da. Guck mal, er heilt sich tatsächlich durch das Gift. Aber er brennt auch gleichzeitig.
Er weiß nicht. Er weiß nicht, wie er sich fühlen soll. War das, ich glaube, Expendables 1 oder so. Wo sie am Ende in dieser komischen Ruine kämpfen. Und die schießen halt dieses ganze Ding zu Klump. Also wirklich wortwörtlich, das ganze Haus, in dem sie kämpfen, ist am Ende nur noch ein Trümmerhaufen. Und am Ende von diesem riesigen epischen Kampf, der stattfindet, sagt Sylvester Stallone, nachdem wirklich alle tot sind, alles brennt und alles, kein Stein mehr auf dem anderen steht, ruft er, Jag es in die Luft! Und dann wird einfach noch eine Bombe gezündet, die diesen absoluten Schrotthaufen dann nochmal zu noch mehr Schrott reduziert. Und ich habe so gelacht über diese ganze Szene. Weil das, die habe ich sogar auf DVD im Regal stehen. Vielleicht wirklich? Wirklich? Ja. Also, wie viel brennt jetzt diese Truhe? Gab's irgendwo mal für 5 Euro im Double Pack oder so. Gibt's da nicht schon einen dritten von oder so? Ach, da gibt's auch schon den vierten oder so von. In irgendeinem war doch Chuck Norris. Ich glaube, das war der dritte oder so. Dicke Robe. Schattenessenz. Mal gucken, was die dicke Robe so macht. Ach ja, ach ja. Hier hat Madora noch eine Sense. Puh, aber die ich habe, ist auch ganz gut. Ja, die du nicht haben willst, gibst du Jahan, ne? 11% Luftresistenz und Immunität gegen Verflucht und 38 Rüstung. Aber meine hat halt 1 plus Initiative und 41 LP, ne? Aber weniger Rüstung. Ja, komm, Jahan. Achso, und hier ein bisschen. Und dieser eine Pfeil geht noch an dich. Bisschen HP weniger, dafür ein bisschen Resi mehr. Ich glaube, die nehme ich. Außerdem sehe ich dann nicht mehr aus wie ein Judo-Camp. Doch, ich sehe aus wie ein blauer Judo-Camp. Wie der Profischwimmer beim Training. Ja. Ach ja, hier unten mal wieder. Warte mal, hier geht's ja auch her. Hä? Ja, da bin ich gerade hergekommen. Ach so. Wollen wir diese ominöse Treppe hochgehen? Klar, aber erst wenn ich hier den Knochenhaufen gelootet habe. Den habe ich schon gelootet. Da waren noch Knochen drin. Was? Im Leben so. Nicht. Automatisches Speichern, das ist immer ein gutes Zeichen. Oh oh, warte. Oh. Diederik, Baron der Knochen. Und Lady Anna. Speichern. Seid ihr bereit? Warte. Erstmal so warte. Rum. Sie geht erstmal vor. Gibt genau eine Sache, die wir brauchen dafür. Karma. Glücklich. Ich gehe echt niemals nicht mehr nicht glücklich in einen Kampf. Ein Herzschlag. In dem Hof, in dem einst Bracchus Rex saß. Wie auch einfach, während wir uns unterhalten, der Timer abläuft. Oh ja. Schade. Hat nämlich ewig lang Cooler. Ich möchte mehr über Bracchus erfahren. Das stimmt sogar. Ich möchte wirklich mehr über den erfahren. Jetzt sind wir nicht mehr glücklich. Oh. Hoch lebe der König. Wer bist denn du? Diederik. Ich bin auch ein Herrscher. Lehnsherr der Untoten. Wer ist denn der Wiederbeleber? Aha, aha. Achso, du bist einer von denen, der seine Frau nicht sprechen lässt, ne? Der Ghoul, der den Leuchtturm bewacht, den haben wir doch schon besiegt. Aber wer sind die durch Feuer zusammengeschweißten Zwillinge? Das war echt schön, aber ich glaube, ich gehe jetzt. Was? Wie? Unterwerft euch meinem Kommando? Kann ich das machen? Nee, anscheinend nicht. Arise, my vassals.
Was, was, was? Ach so, hätten wir ihn unterbrechen können? Das wirkte kurz so. Hofsänge, oh mein Gott, die sind ja überall. Hofterramant, Hofjäger. Hofkryomant, Hofjäger. Oh, wollen wir einen Mann. Schritt zurückgehen? Ich glaube, das ist ein Job für Nico. Ich habe irgendwie Manschetten vor dem Hofsänger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wobei, ja. die beiden hier unten stehen beide zusammen. Ich glaube, den hätte ich den mal auf den Hals. Ja, stimmt. Links stehen auch zwei, ne? Ja, aber die stehen ein bisschen auseinander. Ja, stimmt. Ich bin fertig. Ich glaube, der Hofsänger hat noch einiges im Petto. Ich traue dem Typen nicht. Den hättest du gerne tot gesehen. Mhm. Gut. Der sieht am ehesten so aus, als wenn er alle heilen würde. Mhm, das stimmt. So. Dann mal direkt auf den Main-Typen oder gehe ich links auf den Kryomanten? Ich weiß nicht, das ist ein Nahkämpfer. Den kann ich theoretisch, wenn er bei uns ist, nochmal wegteleportieren und sonst wohin werfen. Ich glaube, ich würde erstmal... In links kann ich umstoßen wahrscheinlich. Ja, genau, ich würde sagen, den linken versuchen wir einfach aus dem Kampf zu nehmen mit Einfrieren und Umstoßen und sonst so ein Scheiß. Und ich hau sogar nochmal drauf. Genau, dann nimmst du die beiden und ich teleportiere mal den Sänger hier nach rechts. Auf die anderen beiden, damit wir die genau, damit auf einen Punkt haben. Zusammen. Den Hofjäger müssen wir erstmal ignorieren, glaube ich. Ich will nur noch einen freien Platz finden. Wie sieht der überhaupt aus? Der sieht ja echt cool aus. Hey. Der Sänger? Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon genau die Scheiße, mit der ich nichts zu tun haben will. Ja, aha, du hast den Zombie vergiftet, du Idiot. Dann können wir die drei da vielleicht wegballern. Ja, und Nico ist jetzt erstmal unsterblich, weil er jetzt mal geheilt wird. Ach scheiße, die nimmt ja auch am Kampf teil. Immun gegen geblendet, schön. Oh oh. Hey. Schießt bitte alle auf den Zombie. Okay. Scheiße. Mit ein bisschen Glück. Oh oh. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn noch aufheben. Was ist das denn? Inspiriert. Ja, oh, jetzt hebt er den Typen wieder auf. Mhm. Oh, und er läuft wieder weg. Was macht er? Hey! Furcht. Hat er sehr länger gemacht. Das passt mir nicht. Nee, das läuft nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. So gar nicht. Irgendeinen werde ich doch verzaubern können. Den Diederik. Die sind alle nicht in... Oh. Vielleicht, wenn ich einen Schritt weiter gehe, kann ich den... Nee, das reicht nicht. Oh, warte. Ich kann jetzt natürlich auch direkt die Spinne beschwören, damit die Scheiße mit... Der ist ja noch zwei Runden, ist ja noch in Furcht. Hm, ja, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? Aber der ist auch drei Runden vergiftet, das heißt, er geht dann mit vollen HP wieder in den Kampf rein. Stimmt auch wieder. Ja, dann würde ich mir die Spinne aufsparen für danach. Oder so. Gelten die jetzt als beschworen? Weil ich kann ja beschworene Kreaturen vernichten. Ich habe keine Ahnung, ehrlich.
Ich kann es ja mal probieren. Ungültiges Ziel? Naja gut, dann sind es keine Beschworenen. Oh, das ist natürlich scheiße. Oh. Ich habe das Gefühl, ich muss diesen Typen mal ein bisschen verfluchen. Ja, extrem gut. Hey, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Hauptgegner sind immer ziemlich resistent dagegen. Ja. Yeah. So, die beiden Rechten, da treffe ich von hier nicht. Den Hofsänger auch nicht. Dann mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Schaden hier. Hier so. Und auf den da. Weil der, glaube ich, noch am ehesten jetzt... Ich kann ja nochmal aufheben. Das mache ich jetzt auch. Oh ja, ja, das ist sehr gut. Dann ist ja diese Runde auch noch dran, ne? Ja, dann kann ich mich. Und ich versuche den Hofkürmanten noch mal umzuhauen. Jo. Nice. Okay. Brauche ich irgendwas nochmal. Heil. Oh, die Heilung heilt jetzt mehr, kostet aber auch mehr und ich weiß noch nicht, wo. Hm. Aber gut, die Heilung ist auch nötig und da keine Wahl. Versteinert, geil. Was? Egal, dafür ist er ziemlich nah gekommen. Vielleicht bringt uns das was. Das läuft gar nicht irgendwie. Der ist doch jetzt beschworen. Ach, und der Penner halt... Die halt einfach mal ihre Freunde, oder was? Lass Nico in Ruhe! Ja, das war doch schön. So, und jetzt mache ich das nochmal auf ihn. Es ist nämlich eigentlich, finde ich, ein extrem guter Zauber, dass man beschworene Kreaturen vernichtet. So. Was soll sie denn jetzt machen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie kann versuchen, die Lady zu verkrüppeln. Ja. Oder soll sie lieber den Kryomanten tothauen? Fick den Typen! Nein! Nein, ich bin schon wieder gegangen! Anstatt was zu tun, ey! Das mit dieser, mit diesem Kameraschiff, das macht mich fertig! Was für ein Kameraschiff? Dass sich die Kamera bewegt, ist so leicht nach der Aktion. Haha, geblockt. Haha, der Typ ist einfach mal komplett geheilt. Haha, alle hauen auf Madora. Ja, ich glaube, der Kampf wird nichts. So gar nicht. Wir haben einen Gegner mehr als am Anfang? Nee, gar nicht. Den hast du ja umgehauen, oder? Ja, wäre der eine Typ nicht, also wäre Nico nicht gefiert worden. Ich kann immer noch versuchen, einen irgendwie mal zu... Den Hofsänger zum Beispiel. Der ist jetzt für uns. Vielleicht bufft er uns hier. No grave contains me. So, er haut jetzt erstmal den Typen um. Und dann geht er erstmal hier rüber. Steht rechts jetzt noch einer? Ja, steht auch noch einer. Okay, Badora ist eingefroren.
Genau, schießt ein bisschen auf den Hofstecker. Ja. Oh, alle schießen auf Madora. Ich sterbe. Wie oft kann der das denn? Was war das? Hat die einen aufgetaut oder so? Ich glaube. Puh, Kannst du sie heilen? Hast du einen Heiltrank oder so? Ich kann ihr den ja nicht zuwerfen. Ich dachte irgendwie, das kann geht. Ich machen. Ich kann höchstens... Ja, ich kann nochmal Feuer auf alle werfen, aber... Auch schon wieder nicht auf den Hofkryomanten. Nicht auf den Hofjäger. Auf die Lady höchstens. Die geht noch am ehesten drauf von all denen. Mhm. Ja, ich werde dann mal Jahan belegen. Ja. Unverwundbar. Ja, der ist aber auch schon nicht mehr. Der gehört schon nicht mehr zu uns. Oh, klasse. So, also, halt sich hier, selbst. Die Lady ist so gut wie hin. Nice. Dich oder mich heilen? Bin ich eher dich, oder? Du meinst Madora? Ja. Obwohl... Ja, nee. Der blöde Hofjäger wird wieder auf sie schießen oder irgend so eine Scheiße. Ja. So, den hier unten, den spreche ich mal noch ein, zwei Runden. Sehr gut. Und der schmeckt mir was schmeckt. Was? Egal. Den kann ich auch wieder... Das ist wieder eine Beschwörung, die ich vernichten kann. Es sei denn, natürlich, der ist vorher dran. Auf damit! Ich hab nicht genug. Okay. Was? Die Reihenfolge wird einmal durchgemischt. Abklingzeit oder? Noch. Oh nein! Dann heile ich mich an dem Vieh halt. Genau, heil ich und dann teleportiere ich den erstmal weg. Und dann machen wir auf jeden Fall mal. Wer soll denn mehr Schaden kriegen? Diederik, oder? Oder der Hofsänger? Oder der obere Jäger? Links der Kryomant? Ja, den kann ich auch machen. Weil an den Hofsänger komme ich nicht dran. Aber an den Kryomanten schon. Wann ist Jahan denn mal dran, ey? Ich kann jetzt noch einmal rumrennen oder verkrüppeln. Soll ich versuchen, irgendwen umzustoßen? Oder soll ich einfach auf den Kryomanten draufhauen? Glaub schon. Was? Das zweite? Ja, draufhauen. Schaden. Immer Schaden. Ah, das wird nix. Nee. Nochmal die Defensivhaltung. Und dann halten wir wieder ein bisschen was aus da oben. Versuchen wir den Eiselementar auf den Kryomat zu werfen oder sowas. Ah ja, genau das wollte ich machen. Abgängezeit noch. Aber stattdessen kann ich vielleicht... Oh. Okay.
Du hast dein Bestes getan. Ja, ich dachte, Feuerschaden und die Wolke lässt es explodieren. Aber... Weil er in der Giftwolke steht. Genau. Ey, der blöde Nico ist weg. Das fällt mir jetzt erst auf. Dann mache ich hier mal Öl hin. Okay. Immerhin, okay. Ich glaube, dann kann der Hofjäger nicht da durchschießen oder sowas. Da durchschießen, ne? Immerhin. Ja. Okay. Aua. Aua. Immerhin macht er nicht so viel Schaden. Okay. Okay. Oh ja. Die ganze Gruppe zwei Runden furcht. Das ist doch... Ey, ja, natürlich. Ein Scherz ist das doch. Der natürlich direkt mal vergiftet. Vielleicht müssen die jetzt aber auch ein bisschen hinter uns herlaufen und... Nein, der Kryomant macht das natürlich alles alleine. Was machen sie? Warum? Ja, das ist überhaupt nicht irgendwie unfairer Scheiß oder so. Oh, noch zwei Runden Furcht. Hat er einfach neu gemacht. Ja, perfekt. Und Madora jetzt auch. Ja, jetzt stehen wir einfach hier. Na, überlegt, was er machen soll. Ja, also das ist dann wahrscheinlich unser Ende. My life is ebbing away. Sieht's jetzt erstmal schlecht aus. Oh, Jahan ist dran. Cool. Hatte nicht irgendwer was, was gegen Furcht immun macht? Also ich nicht. Jedenfalls. Wir stehen hier unten noch rum. Ja, hier ist auch noch ein Beschworener. Wenn den noch töten, wahrscheinlich. Ja, toll. Aber das war's auch. Der trifft natürlich perfekt. Was auch sonst. Ist ja nur durch eine scheiß Nebelbank. Ne, ist dran vorbei, ganz knapp. Aber... das könnte dein Ende sein. Ja. So leicht. Okay. Ja, perfekt. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es gedacht hatte. Okay, dann lass uns erstmal überlegen, ob wir irgendwas gegen Furcht haben. Ja, weil das hat unsere komplette... Und wir müssen definitiv den Sänger fokussen. Ich meine, gegen den Diederik können wir nicht so viel machen, wenn er mal viert. Aber wenn die beide abwechselnd vieren, das ist halt... Ich hatte doch was gegen Furcht. Was war denn das? Ich erinnere mich ganz... Ganz, Blutung, Kribbeln, ein bisschen erkrankt. Was war das noch? Ich kann nur entfluchen. Immun gegen brennt. Beschwörung vernichten, verzicken. Verwünschen. Nee, ich weiß nicht. Ja, was soll man dagegen machen? Habe ich einen Trank irgendwie? Ja, habe ich auch geguckt. Also ich kann zumindest keinen herstellen. Ich habe noch immer diesen Blitz hier. Ich habe noch das. Ich habe noch einmal aufflackern, so ein
Schriftrolle für Feuer. Soll ich das mal ja angeben? Mach ich sowieso. Genauso wie das gebe ich auch mal ein ja an. Ja, ich habe auch noch ein paar Schriftrollen jetzt. Also, ich bin jemand, der nicht so rumsaut mit seinen ganzen Sachen. Ich habe die lieber auf der hohen Kante für schwere Sachen. Ja, ja, wir haben auch noch diese ganzen Resistenztränke und sowas. Genau. Was war denn da zum Beispiel? Und die halten halt immer nur so kurz, ne? Die kannst du nicht vorher nehmen. Ja, genau. Drei Runden. Genau. Zwei Runden. Was war denn unser größtes Problem? War das Feuer oder Gift oder sonst irgendwas? Furcht. Ja, also Feuer, also Feuer und Gift habe ich irgendwie wenig gesehen von denen. Ja, von denen fast gar nicht. War eigentlich nur das Gift von Nico, was uns ein bisschen Schaden gemacht hat. Ja, das hat ihn vor allem aber am Anfang geheilt, weil er der Einzige war, ja, der es abgekriegt hat. Und dann hatte er Furcht und dann war er quasi komplett nutzlos. Und ich glaube, an der Stelle hätte ich echt ihn durch die Spinne ersetzen müssen. Weil das war unser zweiter Tank sozusagen. Ja. Ja. Gut. Also der Barde von denen, der nimmt nur die Statuseffekte weg, ne? Oder so. Das war jedenfalls mein Eindruck. Ja, und macht sich unverwundbar und feared. Nee, der Vier. Der Vier war doch von Dietrich, oder nicht? Beiden. Deshalb sag ich ja, wir müssen einen töten, weil wenn die abwechselnd vieren die ganze Zeit, dann kommen wir da nicht mehr raus. Gerade hat der Bade gefiert und gerade als es ablaufen wollte, hat dann Dietrich nochmal gefiert. Und da war dann halt rum. Okay. Ja, okay. Ja, dann war mein erster Eindruck richtig, dass wir echt den... Kannst du Madora nochmal heilen? Achso, ja klar. Selbst wenn die nur so wenig... Das tut mir leid. Selbst wenn sie nur so ein super kleines Dings hat, das waren bei ihr 50 LP. Also selbst so diese kleinen Dinge sehen bei ihr aus wie wenig HP, aber von 480... Oh Mann. Du Kameradenschwein. Ja, ich war in der falschen Fertigkeitenleiste und hab's halt dann zu spät gesehen. Aber kann man halt nicht mehr irgendwie aufheben oder so. Passiert den Besten. Okay. Speichern. Genau, speicher das Madora, die hast. Gut, und dann versuche ich mich ein bisschen weiter vorne hinzustellen, damit Jahan direkt den Sänger in uns rein teleportieren kann, damit wir den alle direkt verprügeln können. Oder? Ja. Ja. Achso, ja, stimmt. Ich kann mich ja umstellen, während ihr redet. So. So. Wir machen es wie gerade. Ich tue den Zombie nach rechts. Mhm. Weil ich finde, der hat die gut aufgehalten. Ja, ich glaube, das war echt nicht schlecht. So, und jetzt? Fokusfeuer auf den Hofsänger? Oder... Stimmt eigentlich, ja. Ich habe da noch sowas in meiner Trickkiste gefunden. What? Jetzt geht's aber los. Soll Madora auch direkt versuchen, ihn wieder umzuhauen? Ja, ne? Ja, warum nicht? Ich fand das nicht schlecht. Okay, der ist out. Ja. Jetzt kann ich noch Sturmbock machen auf den Kryomanten oder so? Ja, oder? Wenn den auch noch umhaust, das wäre natürlich perfekt. Weil der Hofjäger wird einen wieder aufheben.
Und dann eher den Chiromanten als den Sänger. Wahrscheinlich, ja. Schön. Gut, dann mache ich jetzt auch einfach mal Schaden. Ohne weiteres Rara. Ja, die buffen sich da jetzt wieder in der Ecke. Ja, ja, genau. Und dann vergiftet er ihn hoffentlich. Nein, er versteinert ihn. Penner. Vergiften fehlgeschlagen, weil er ihn versteinert hat. Geil. Naja, egal. Genau. Meine Herzensdame. Ja, genau. Ja, genau. Vergiftet ihn. Schießt ein bisschen auf den versteinerten Zombie. Okay, der hat erkannt, dass es dämlich ist. Oh nein. Hat er den jetzt... Oh. Ja, aber den hebe ich gleich wieder auf. Hat er jetzt auf den Skelettkönig geschossen? Nee, auf wen hat er geschossen? Auf den Liegenden, aber er hat ihn in Brand gesteckt und Brennen heilt ihn, weil es ein Feuerelement heißt. Aber der hat jetzt den Sänger wieder aufgehoben. Ah, shit. Okay, irgendwer ist gefeiert von uns. Ja, ja. Du. Ich, nee. Du bist gefeiert und der Zombie, stimmt, der eh versteinert ist. Ja. So, okay, halt. Kann ich versuchen, den zu bezaubern, damit alle anderen gefeiert sind? Das hat er gerade auch nicht gemacht. Ich versuch's trotzdem nochmal. Er ist schön, einer von uns. Tschüss. Ja. So, der Kryomant steht wieder. Ich hau einfach auf den drauf. Und gehe schon mal in Defensivhaltung. Weil Madora gleich eh wieder drauf gehen wird. So. Ich glaube, ich hole dir den Jäger mal zu Madora, oder? Ja. Siebelrand. Sehe ich das nicht? Ich sehe das, glaube ich, gar nicht. Oder du kannst den anderen Hofjäger, der da mitten im Weg steht... Oh ja, stimmt. ...auf die beiden in der Mitte werfen oder auf den Terramanten oder sowas. Auf wen soll ich ihn werfen? Ich bin nicht sicher. Auf den Terramanten oder auf die beiden in der Mitte, wenn das passt. Wo ist denn der Terramant? Ja, unten rechts bei dem gevierten, versteinerten Zombie. Der außerdem vergiftet ist. Ja, ich will. Und verlangsamt. Und ja. Woanders konnte ich nicht hinwerfen, alles andere war außer Reichweite. Okay. Was jetzt? Die hassen echt diesen Zombie. Der arme Nico. Warum habe ich da keinen Gelegenheitsangriff gekriegt? Ein gesegneter Verstärkter. Inspirierter Hofjäger. Mein Gott. Die mögen echt diesen Zombie nicht. Ganz schön unterkühlt. Mhm. Ganz schön geblendet. Ja, schießt ruhig weiter auf den. Das ist schon in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Jetzt hier. Jetzt kommt erstmal der Eiselementare. Nee, der untote Schwertkämpfer. Den kannst du gleich weg um, ne? Ja, wenn ich nicht vorher von den Zweihänder zerhackt werde. Oh, er macht sich wieder unverwundbar. Nein! Und das macht auch die Verzauberung weg. Ja. Wir hätten echt beim Plan bleiben sollen. Aber nein, du musst ihn ja immer betören. Was? War der Plan irgendwas anderes? Ja, ihn umbringen. Der lag halbtot, betäubt auf dem Boden und dann hast du ihn betört. Und ich dachte, wir bleiben einfach auf dem drauf und bringen ihn um. Kann man den nicht weiter angreifen, während er betört ist? Oder doch, vielleicht, aber haben wir dann nicht mehr gemacht. Weil ich dachte, du wolltest ihn benutzen.
Ich, nein, also wenn Leute verzaubert sind, kann ich die nicht steuern. Die machen dann, was sie wollen. Nur wenn du Leute beschwörst, geht das, oder? Ja, was? Ja, genau. Also der macht immer noch, was er will, aber für uns. Aber ich konnte nicht wissen, dass er sich unverwundbar macht und das bedeutet, dass er nicht mehr verzaubert ist. Weil eigentlich wäre das noch für ein paar weitere Runden gegangen. Okay. Ich kann von hier unten eigentlich nur den angreifen. Und ein paar andere. Und vielleicht noch mal ihn. So. Nein. Und einmal. Probier's mal. Schade. Ah. Hätte ich mir auch denken können. Ja. Aber das hat man noch nicht probiert. Ja, ich glaube, die Chance besteht halt immer, aber... Ich glaube auch. Natürlich. Und jetzt kommt der Eis-Avatar. Elementar, meine ich. Yep. Ich glaube, ich sollte auch diesen Schwertkämpfer sollten mit normal kaputt machen, damit ich das andere behalten kann für das Vieh. Ja. Weil es ist immer der zweite, der geschworen wird. Für den nächsten Versuch. Hofsänger umbringen auf jeden Fall. Und jetzt heilen Eis. Die sich alle wieder, ey. Ja, und Eiselementar entfernen. Ja. Was für eine Fähigkeit, ey, sich einfach unverwundbar machen. Ja, der heilt sich eh noch. So, den brauche ich den überhaupt anzugreifen? Wenn wir da alle drauf gehen, könnte er tot sein halt. Der Nico gleich wieder einsatzfähig? Ja, ne? Ja. Dann gehe ich jetzt echt erst auf den Kryomanten. Ja. Gut. So, und wer nicht mehr geheilt werden kann, ist die Lady oder er? Die Lady würde ich eher sagen, weil die muss unser Second Target quasi sein, nach dem Hofsänger. Ja, was ja auch hervorragend geklappt hat, wie man sieht. Ich kann halt nur den hier hinten angreifen, außer dem Eiselement. Also greife ich den da hinten an. So, und ich könnte machen... wollen wir ein bisschen mit Öl spielen? Ja, ich bin eh geblendet und flankiert. Ich werde gleich in der nächsten Runde von dem Diederik totgehackt. Stimmt. Ah. Warte mal. Betäubt. Oh. So, wenn Nico jetzt dran ist, wird er natürlich... Na, kann er nicht, weil der Hofsänger noch unverwundbar ist eine Runde. Kann er trotzdem versuchen, ihn zu vergiften oder so? Geht das? Das werde ich jetzt einfach ausprobieren. Wenn es nicht klappt, wissen wir es das nächste Mal. Nein. Nein, kann man nicht. Schade. Uch.
Ja, dann wird erkrankt auch nicht funktionieren. Also kann ich wortwörtlich nichts machen mit dem. Außer ihn hier unten hinstellen, dass er die beiden unten rechts entschärft. Hm. Ja, natürlich. Ach, ja. Und jetzt ist er auch noch verlangsamt. Hervorragend. Ja, erstmal das. Warte mal. Wunden heilen ist 6. Ja, großartig. Dann... Also... Ja. Dann gehe ich nach oben und entschärfe den Hofjäger. Sonst kann ich auch nichts machen. Ja. Warte mal. Das hat eine Reichweite von... Wo steht das? Nirgendwo. Ah, doch. Ach, aber das verbraucht sowieso all meinen Schatten. Also gehe ich einfach hier hoch jetzt. Und stelle mich dem Typen in den Weg. Ja, das können wir doch machen von mir. Das ist ein ganz Ja. Schießt so lang ihr wollt auf den Nico. Dafür steht er da. Perfekt. Gelegenheitsangriff. Perfekt. Perfekt. Nicht perfekt. Nicht perfekt. Ich werde noch geheilt, also. Ja. Ciao. Das war abzusehen. Oh, der Hofsänger brennt. Immerhin. Kannst du irgendwas... Ach nee, du bist kein... Ach, du bist ja tot. Ich kann versuchen, den Hofjäger zu verkrüppeln. Oder auch einfach zu hauen. Mach durch. Jeder Gegner weniger. Also ich bin immer dafür, dass wir zumindest versuchen, irgendwen zu verkrüppeln, damit die sich nicht immer gegenseitig... Echt. Okay, du bist auf jeden Fall nochmal geheilt. Jahan ist voll. Nico ist gut drauf. Und Madora ist erstaunlicherweise auch immer noch gut drauf. Das war gut. Ja, das war sehr gut. Oh, eine Sorge weniger. Lucky, lucky Louis. Aber die Lady steht jetzt wieder. Ich kann halt wegen dem Kark-Eis-Elementar nichts machen. Das ist... Kannst du mich auch nicht wiederbeleben? Achso, ja doch, das könnte ich machen. Weit, weit entfernt so ein bisschen? Weit, weit entfernt. Ich weiß nicht, sind dann meine Cooldowns zurückgesetzt, wenn du mich wiederbelebst? Ich glaube schon, ja. Dann könnte ich nämlich den Eis-Elementar rausnehmen. Ich setze hier links an die Treppe einfach. Der Zugweit bringt dann ja auch nichts. Ja. Und ich bin natürlich erst in 12.000 Jahren dran. Ja, deshalb heile ich dich auch zumindest um ein bisschen. Oder nicht. Nicht viel, aber etwas. Vielleicht genug. Aufhören. Immerhin. Oh, Gott sei Dank schießen die für immer auf den Zombie, ey. Ist dein Cooldown wieder bereit, den Eis-Tiny wegzumachen? Ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht sehen. Okay, Dings hat den Schützen umgebracht. Und da kommt die Furcht. Ah, das war inspiriert. Okay, es hat keinen getroffen. Und nein, die Abklingzeit ist noch nicht wieder da. Schade. Ich kann mich auf jeden Fall an der Lady heilen. Ja, mach das ruhig.
das ist schon mal gut. Aber viel mehr kann ich auch nicht tun. Ja, ich kann zumindest den Schuss da durchmachen. Ja, dann nehme ich noch einen Heiltrank. Und dann war es das. Ja, dann gehe ich sie nochmal ein. Und dann, ich habe noch einen Heiltrank, dann heile ich das mal. Nein, warum denn, ey? Oh, aber... Warte mal. Ach nee, ich dachte schon, der hätte mich gesehen. Warum sollte er das tun? Ist Nico tot? Ja. Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Oh Gott. Ey, fick dich. Kannst du dich heilen, zur Gruppe chargen, irgendwas? Ich kann das eine oder das andere. Ich kann mich heilen, dann tanke ich den Typen noch hier oben ein bisschen. Genau, und dann zur Gruppe oder so. Defensivhaltung bitte einnehmen. Meine Reihenfolge oben ist voll kaputt. So. Was? Warum bin ich denn so kaputt auf einmal? Und wie lange ist die Abklickzeit von dieser Scheiße? Egal, die Spinne muss her. Bei mir ist immer noch Diederik dran und ich habe keine Ahnung, warum Bär so tot ist. Ich glaube, das kann ich echt nur einmal pro Kampf machen. Steht das irgendwo, wie lange das dauert? 9 Runden Abklingzeit? Echt jetzt? Ah, der Eiselementar haut mich gleich kaputt bestimmt. Die greifen Gott sei Dank erstmal die Spinne alle an. Finde ich sehr gut. Ja, die war gut. Jawohl. Da ist ja eine sehr, sehr schön. Jetzt greifen wir erst die Lady an, oder? Würde ich sagen, ja. Die ist ja fast kaputt und eingefroren. Warte mal, kann ich die schwächen? Die schwäche ich jetzt. Oder auch nicht. Aber das ist leider umsonst. Was macht er denn? Achso, mal wieder... Das nächste Leben. Arschloch beschwören. Natürlich. Was direkt dran ist. Jo. Und er kann dreimal zuhauen. Du musst mir sagen, wenn ich dran bin. Wie gesagt, meine Reihenfolge oben ist... Ich charge jetzt hier durch. Mach das. Bis zur Lady kann ich. Ja, mach doch. Ein bisschen. Ja, schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Und ich hau noch mal drauf. Soll ich versuchen, das Skelett zu betören? Ja. Oder einen Hoftheramanten. Wo ist der denn? Direkt neben der Lady. Hat noch volle AP so gut wie. Und finde ich theoretisch gefährlicher, weil ich nie weiß, was die alles können. Nee, nein, das ist ein Schuss. Also an den komme ich nicht dran. Ach so, okay. Ich kann nur... Ja, dann den hier vorne. Besser ist nichts. Schön. Er ist einer von uns. So, Spinne, weiter auf die Lady. Pass auf, jetzt hat der Typen Enrage oder sowas. Bin ich eigentlich auch irgendwann mal dran? Ja. Ah, okay. Ja,
ist immer noch versteinert? Ist der nicht irgendwann mal wieder dran? Ja, das frage ich mich halt auch. Naja, dann auf den Terramanten, wa? Auf jeden Fall. Zumindest ein bisschen geheilt. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich hätte noch eine Schrift für einen Wolf zum Beschwören, aber dann mache ich das vielleicht, wenn ich Spinne kaputt ist. So, der ist raus. Den würde ich trotzdem, glaube ich, töten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, da steht ja auch noch der andere Bogenschütze. Ja. Ja, und das ist jetzt wohl der Enrage, oder wie? Nee, er ist wieder voll geheilt, oder was? Wer ist voll geheilt? Der Diederik, der hat die Runde noch keinen Schaden gekriegt, aber der Hofterramant steht wieder. Das hat er gerade gemacht. Dann wird er jetzt verflucht. Und der kriegt auf jeden Fall mal mehr Schaden, damit er weg ist. Ja. Once my arrow tastes blood, it craves more. Jetzt kann er das andere Skelett nochmal auf den draufhauen. Nice. Okay, okay. Sehr schön. Das war gar nicht schlecht. Jan ist auch wieder da. Rechts ist noch der andere Hofjäger. Aber den lassen wir erstmal sein, glaube ich. Ich kann versuchen, den Diederik zu verkrüppeln. Ich würde einfach draufhauen. Das funktioniert doch alles immer nicht. Nee, tut's auch nicht. So, erstmal der Heil. Und dann friere ich den da unten einfach ein. Yes! Und jetzt friert er uns alle. Oder keinen. Ah, schön. Oh, ich kann mich trotzdem an dem untoten Schwertkämpfer heilen. Obwohl, ja gut, der ist auch nicht mehr verzaubert. Stimmt. Ich finde aber auch, dass er sich nicht heilen können sollte. Ah, funktioniert nicht. Ja, ich glaube, Debuffs können wir uns echt sparen mittlerweile bei dem. Also es hat nichts funktioniert auf dem Diederik. So. Jetzt kommt der Ultra Tank. Gegen Gift ist er auch immun. Egal. Vielleicht hat er als First Target mal die Spinne oder so. Ich muss auf den Schwertkämpfer schießen. Ja, mach halt. Ah, perfekt. So, Defensivhaltung und gut ist. Läuft. Schön, sehr, sehr gut. Jetzt sind die beiden da. Ja. Ja. Klar, der kann uns jetzt auch besser treffen, aber... halt trotzdem flexibler und Madora stirbt fast. Sechs Dings habe ich nur. Ich kann seine Resistenzen verringern. Haben wir noch viel Elementzauber oder so? Klar, wir können jetzt mit Öl und Feuer und so anfangen, aber Gift ist er halt immun. Nee, ich glaube, der hat eh super hohe Resistenz. Ja, ja, komm, dann knall ich den einfach weg. Kann ich dahinter den Dings angreifen? Natürlich nicht. Der ist halt auch noch eingefroren, zwei Runden, ne? Ja, ja, okay, stimmt, den würde ich nur auftauen. Jetzt ist ihm warm. Nicht viel,
aber immerhin etwas. So, sie nimmt erstmal einen Heiltrank. Oh, mittleren sogar. Gut. Soll ich nochmal versuchen, den zu verkrüppeln? Also ich habe fast das Gefühl, ich könnte es auch lassen. Einfach draufhauen. Okay, der Typ ist wieder aufgetaut. Kopfschraube des Todes. Oh, lasst mich in Ruhe. Jetzt haut der Typ ab. Ich habe noch eine Spinne. Ich finde, die Spinne sollte da hinten den Typen entschärfen. Hm. Ja, würde ich auch sagen. Boah, wir haben es fast geschafft. Mhm. Yes! Das läuft. Und jetzt mal nochmal durch ihn durch! Defensiv! Und ein paar Wiederbelebungen. Wobei, wir haben nur eine Wiederbelebung, glaube ich. Ja, weil ich... Bin ich am Anfang gestorben oder warst du das? Ich glaube, du diesmal. Halt, einer von uns war auf jeden Fall direkt tot, ne? Ja. Aber an sich... Ist alles... Ich bin erstaunt, ey, wie taktisch dieses Spiel ist. Und wie man eigentlich jeden Kampf doch irgendwie schaffen kann. Ja, wenn man mal seine ganzen Möglichkeiten ausnutzt. Ja, ja. Aber ich glaube, also ich habe auch gelesen, dass Leute halt aufgegeben haben und neu angefangen haben. Halt ihre Gruppe so kacke zusammengestellt haben, dass sie es einfach nicht hingekriegt haben. Ich glaube, unsere Gruppe ist ganz okay für sowas. Ja. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemischt. Alter Vater, das war aber auch echt nicht leicht jetzt. Oh, hier ist der Schlüssel für die östliche Königstruhe, die wir schon kaputt gehauen haben. Na ja. Und hier ist noch ein Feuerstab für Jahan. Hier ist erstmal Speicher, genau. Eine Schärpe. Schärpe der Initiative. Die möchte ich bitte haben, damit ich noch mehr Initiative habe, die nicht zum Ausdruck kommt. Den Schlüssel trotzdem. Hier, Ring des Lehrmeisters, plus 1 Lehrmeister und plus 1 Telekinese. Oh ja, beides. Das ist ja wohl genau dein Ding. Auf jeden Fall. Och, Mann ey, dieser Kampf. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das war der dritte Versuch? Zweite, glaube ich, ne? Ich glaube der dritte. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir haben halt Gott sei Dank schnell herausgefunden, dass wir den Badentypen wegmachen müssen. Hm. Ich glaube, es war echt der zweite Versuch, oder? Hier, ich gebe dir mal noch den Ring, den ich gerade anhatte. Ja, zweiter oder dritter, auf jeden Fall nicht so schlecht, finde ich. Das ist exakt der Ring, den ich schon anhabe. Den gebe ich mal durch Madora. Weil die kann auch ein bisschen Resi vertragen. Speichern. Energiewolkenpfeil. Bitteschön. Dankeschön. Und ich habe eine Zutat gefunden, nämlich ein leeres Fähigkeitenbuch des Feuers. Zutat kann verwendet werden, um ein Fähigkeitenbuch herzustellen. Ja, ganz mega. Habe ich schon. Gut. So, und jetzt haben wir diesen Typen besiegt, der was überhaupt gemacht hat? Ich weiß es nicht. Wir trafen auf einen untoten Baron. Er sprach von einem unbekannten Wiederbeleber, der nicht nur ihn, sondern auch mehrere andere Schreckgestalten wieder zum Leben erweckt hat. Und das ist noch nicht alles. Die Senior Command hat auch vor, den uralten Quellkönig Bracchus Rex zurück ins Leben zu holen. What the fuck is going on? Alle Hand. Achso, und da oben ist übrigens auch ein Wegpunkt Schrein gewesen. Wo denn? Wird mir hier oben rechts angezeigt? Oder ist das
Nein, der ist genau da unten. Siehst du den? Den kann man von hier aus sehen, wenn man am Ding steht. Man muss da runtergehen. Ich habe mal hingeklickt. Aber meine Charaktere laufen nicht automatisch. Schade. Ich dachte, die suchen sich jetzt den Weg über die halbe Map. Ah, ich weiß, wo der Weg lang geht. Hier rechts rum. Hier lang. Nee, da ist eine Mauer. Nee. Hier ist eine Mauer. Ja. Yeah. Ja, aber wenn du auf die Karte guckst, durch dieses lustige Haus geht der Weg. Zumindest ein Weg. Oder wir gehen zurück in die Stadt und gehen doch aus dem Nordtor raus und dann von der Seite kommen wir bestimmt auch dahin. Ich meine, jetzt sind wir schon hier. Haben wir eigentlich einen Schlüssel dafür? Dann müssen wir uns echt da durchkämpfen. Weiß es nicht. Ach, wenn du die anzündest. Doch. Easy. Ach, super viel Schaden. Guck mal, wenn ich dagegen schieße, sind das 10. Ja, wenn ich an allem so viel Schaden machen würde wie an Holztüren. Come on. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Kaboom, die Charaktere loszulösen voneinander und einzeln dadurch zu gehen. Und so ein Quatsch. Hammer, Hammer, Riesennägel, Schlüssel zur Gartentür. Guck mal, jetzt kann ich auch hier aufmachen. That's a trap. Okay, hier ist mal gar nicht übertrieben viel Lava. Ey, du bist schon wieder so schnell. Jetzt wart doch mal. Hier ist ein Ofen und eine Truhe und all mögliches Zeug. Whatever. Ich habe die Gartentür, Schlüssel, gefunden. Hier, mach mal die Truhe da auf. Und ich schmelze in der Zeit ein bisschen Stahl. Kann ich noch irgendwas schmelzen? Wahrscheinlich nicht. Ja, Madora kann mal offenkundig kein einziges Schloss knacken, ey. Wofür hat sie das denn gelernt? Ich habe gerade eine maßgefertigte Axt hergestellt. Und die gebe ich mal Madoka. Meine erste Schmiedearbeit. Sei bloß zufrieden damit. So. Her damit. Her damit. Fähigkeitenbuch des Feuerballs. Kann ich schon. Und ich habe in der Schmiede gerade 5 Brote gebacken. Extrem schwere, riesengroße Armbrust. Und nochmal Armschienen, die mit +2 Initiative geben. Also ich bitte euch, ich habe jetzt 23 Initiative. Wenn ich nicht der Erste in jedem Kampf ab jetzt bin, dann beende ich das Spiel. Ah, du hast mir die Armbrust gegeben. Die ist schlechter. Careful now, that's a trap. What? Sollst du Madora vielleicht da wegbewegen? Nö. Oh. Ich bin betäubt. Ah, oh, Mann! Die Schmiede, ey. Der Blitz hat mich erwischt. So, bis immun gegen Blitze. Dankeschön.
Anyway, ich habe was gefunden. Ein Wasserstab aus glühendem Eisen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Hat zu Jahan gerade noch einen Stab gegeben oder so? Irgendwann mal. Ja, der Erde. Und ich habe nochmal gehärtete Armschienen des Schutzes. Plus eins Schmieden. Rate mal, wer die kriegt. Ja, meine jetzigen, die haben halt Initiative und Herstellung. Und ich tausche jetzt den Stab des Pergamon aus. Ab jetzt habe ich einen Wasserstab. Ein was? Ein Wasserstab. Ah, okay. Du bist zu weit weg? Warum bist du zu weit weg? Wo bist denn du schon wieder? Ich wollte gucken, was hier ist. Achso, ich will dich gerade heilen, wenn du vielleicht drauf gehst. So ein Quatsch. Speicher. Achso, hier ist die Falle ist über dem Eingang, aka Ausgang. So. Fuck out of here. Ach, da ist das Ding. Okay, dann kann ich ja. Ausgemacht. So. Okay, du hast. Nee, du hast noch nicht alles gelootet. Pfeil drin. Was? Ich hab nicht alles gelootet? Nee, in der Ecke war noch ein Explosivpfeil. Und hier ist noch ein Stück Käse. Das gibt's auch nicht. Warte mal. So, hier und hier. Nee, Hinterausgang. Wir müssen durch den Hinterausgang des Hauses. Oh mein Gott! Ich trottel. Sorry. Gut, dass Jan einfach genau da stehen bleibt. Und einfach Er hat sonst nichts zu tun. Ja, der nächste Raum ist clear, also da könnt ihr reingehen. Und dann wartet eben, gehe ich da nicht mit. Ich warte nicht. Da ist auf jeden Fall nochmal eine Mine. Ja, ich weiß. Und da ist auf jeden Fall nochmal... Direkt über dir ist auch noch eine Falle. Ich bin am Rätseln. Ich wäre schon weiter, wenn ich nicht... Guck mal. Entschuldigung. Jetzt hat Madora unsere Gruppe verlassen. Weil sie zu oft angeschossen wurde. Es tut mir so leid. Du bist so ein Bob. Lad nochmal. Können wir jetzt ein bisschen weniger Scheiße machen, bitte, Jan? Sie stand direkt vor mir. Ich konnte nichts dafür. Doch, du kannst die ganze Zeit was dafür. Nein. Bleib doch einfach mal ein Stückchen hinten. So ein Quatsch. So, wir gehen jetzt nämlich hier durch. Amazing, ey, dass die dann einfach abhaut. Ich schmeiß jetzt trotzdem einen Feuerball hier rein. Ne? Mach was du willst, aber... Was ist denn das? Warum ja, denn? Direkt über dir ist eine Falle, das habe ich dir jetzt dreimal erzählt, ey. Ja, aber ich schieß den Feuerball doch nach vorne und nicht nach oben. Ja, aber die Falle macht Feuer von oben, sobald sie irgendwas in dem Raum sieht. Deshalb bin ich doch gerade da stehen geblieben. Und hab versucht zu überlegen, wie wir da reinkommen. Ich glaube kein das Wort. Das hab ich doch alles erzählt.
Okay, schreib bitte Hashtag LOLTIM, wenn er das tatsächlich gesagt hat. Und schreibt Hashtag Jan is always right, wenn er das nicht gesagt hat. Dieser Schädel hier. Hold. Ja, und was ist jetzt die Quintessenz hier raus? Wie kommen wir hier jemals durch? Das weiß ich nicht. Mach mal. Das, warte mal. Gerade sah es aus, als hättest du den Feuerball direkt vor uns geworfen. Red mal ein bisschen mit Maldoro, damit ihr mich nicht so hasst. Mach das mal. Cecil's doing, and on top of it all, the feline menace. You mean you don't already know? Now don't get me wrong, but from what I suspect. Bella seems like a loose-lipped leech, hardly the habit of an innocent healer. Come now, comrade. Most, in that sense, I'm even so. Frankly, it's a heed me, comrade. It's no coincidence. Way back when, don't let the name fool. In the days of old, by now it's been centuries since anything more dangerous than a badger. Ich liebe dich, Madora. Was ist denn hier los? Eine Kettenrüstung gekriegt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mega die beschissene Rüstung. Okay, also wir dürfen nicht einfach durch die Mitte gehen, oder wir dürfen nicht durch die Mitte schießen. Ich habe eine Idee. Ich kann immun gegen Vergiften machen. Wollen wir einfach da durchrennen? Nacheinander? Ja, aber dann trifft uns doch trotzdem der Feuerball, oder nicht? Nee, hier gerade nicht mehr. Wieso das vergiftet nur? Dann ist ja gut. Warum ist denn das so explodiert dann? Weil du da Feuer reingeworfen hast und das Ding Gift schießt? Ja gut, aber ich habe auch jedes Mal den großen Feuerball genommen. Ich kann auch das kleine Aufflackern mal nehmen. Ja, wenn du jetzt nur quasi den, also einfach irgendeinen Feuerangriff. Ja. Auf das da unten. Auf das große grüne Ding. Ja. Mach ich jetzt. Ja. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Warum passiert das? Warte, ich kann ja auch. Ich habe ja ein Feuerzauber geschafft. So. Dann explodiert das. Ist das, weil ich in dem Torbogen stehe? Ja, ich glaube schon. Gelten da die Regeln der Physik nicht? Wenn wir jetzt ganz schnell hier durch. Och, ey. I spotted a trap. Ja, ey, fick mich. Ja, geh doch durch, ey. Oh, Mutter, Herr und Gott. Ich hasse dieses Spiel. Du hörst aber auch nicht, ey. Weiß nicht, was ich noch sagen soll. Probier es doch mal, die Charaktere einzeln zu steuern. What? Okay, das war jetzt unschön von mir. Der hat anscheinend ein Autosave gemacht, als ich durch die Tür rausgegangen bin. Ja, ja, ich warte jetzt bis hier... Genau, darauf warte ich. So, und dann rennen wir dadurch, als wenn wir völlig bescheuert wären. Ey, renn doch! Ja, und jetzt ist sie schon wieder tot, ey. Ich glaube, ich brenne. Wortwörtlich, ich habe gebrannt. Ja, richtig. Und ich habe dich immun gegens Vergiften gemacht, aber meine Heilung hatte noch Cooldown. Nochmal laden, bitte. Nicht schneller. Ja, dann warte bitte, bis ich dir sage, dass ich heilen kann und alles bereit ist. Okay? Oh, dass wir gerade den Kampf so gut absprechen und jetzt so verkacken bei dieser einen... Ich meine, guck dir die Scheiße doch an, warum sind denn hier... Guck mal, ich bin schon vergiftet, da hat das Spiel noch gar nicht angefangen. Ich bin jetzt schon vergiftet.
Ich weiß, ich könnte auch einen vorherigen Speicherstand laden. Ich drücke nur mal Autoladen und dann ist es halt dieser Speicherstand. So, dann... Warum bleibt sie hier einfach stehen? Jan, ey, bitte. So, aber jetzt habe ich, jetzt sind wir wenigstens am Überleben. Ja, immerhin, ganz knapp. Aber du hast wieder nicht auf mich gehört, nicht gewartet, bis ich okay gesagt habe und deine Charaktere wieder beide zusammen gemacht. Und deshalb sind sie wieder hängen geblieben, ey. Was ist hier eigentlich drin? Erstmal schnell ablecken. Was ist hier eigentlich drin? So, jetzt gehen wir runter zu dem, meine Nerven, ey. Zu dem Wegpunktschrein. Go, go. Ich bleib hier oben, bis ich geheilt bin. Kein Bock mehr auf den Scheiß mit dir. Oh, guck mal, hier ist ein Buch drin. Was? Okay. Hier ist Blut. Ich will über das Blut laufen. Das heilt mich doch. Deine beiden Rüstungen sind kaputt. Was? Oh ja. Der ganze Bildschirm wackelt die ganze Zeit. Und so, hast du alles repariert? Hast du mir schon was wiedergegeben? Ach, warum gibst du mir denn die Sachen? Damit du die reparieren kannst. Oder kannst du das in meinem Inventar reparieren? Nein, aber kannst du das nicht selber? Weil ich kann das mit Jahan auch selber. Ich weiß nicht wie. Rechtsklicken da drauf und reparieren. Du kannst auch... Nee, ich kann nur ausrüsten, kombinieren und an alle möglichen Leute geben. Okay, bei mir steht es halt unter ablegen. Also wenn du die Sachen ausgerüstet hast. Ablegen, reparieren, kombinieren steht bei mir. Nee, bei mir nicht. Okay. Dann liegt's wohl daran, dass... Auch gut. Aber ich habe sie dir wiedergegeben. Ich hoffe, die richtige. Da steht ein Hund. Was erzählt er so? Will ich das mal erfragen? Der Hund läuft weg. Ich rieche wie ein Held, okay. Ich will jetzt erstmal zu diesem Portal, damit wir nicht immer 100.000 Jahre rennen müssen. Halt, da links sind Wölfe, die sehen böse aus. Ja, genau, zu denen will der Hund hier hin. Denn die Wölfe haben ihm seine Knochen... Was? ...geklaut. Ja, das, whatever. Was, das interessiert uns? Klar. Ja, wir können auch erst hier vorbeigehen. Portal ist ja nicht so weit. Na, dann lass zum Portal gehen. Hast du mit dem Hasen geredet? Die Wölfe haben mir meine Möhren geklaut. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht gesehen. So. Portal entdeckt. Giftgranate eingesammelt. Machen wir jetzt die Wölfe platt? Ja, und zwar nach der Folgenpause, wenn ich auf dem Klo gewesen bin. Ausnahmsweise. Ich warte schon mal beim Hasen.
Bis gleich.